Also ich wollte, bevor Sven dann weitermacht, in die Tiefen von Matt eindringen. Das Matt ist ein tolles Programm, verwende ich auch für E-Mail. Wollte ich aber nochmal erzählen, gerade für die Lehrer unter uns, die ihre Kollegen eigentlich überzeugen wollen, warum das wichtig ist, zu signieren und zu verschlüsseln, wie man das auch machen kann mit etwas weniger Aufwand. Vom Verfahren her ist es das Gleiche. Damals, als das Internet gegründet wurde, naja, das gab es vorher schon, aber mit Aufkommen des WWW, haben sich die Entwickler bei NCSA, Mosaic, Firefox und Co. ja auch schon Gedanken gemacht. Und damals kamen sie schon auf den Trichter, dass das mit der Verschlüsselung so einfach sein soll, dass man eigentlich davon gar nichts merkt. Das heißt, man geht auf eine Webseite mit HTTPS, Doppelpunkt, Doppelslash und so weiter. Ja, das habe ich gerade gemacht. Oder habe ich nur HTTP eingegeben? Ich glaube, ich habe nur HTTP eingegeben. HTTPS, Doppelpunkt, Doppelslash, Knopper.net. Jawohl, jetzt ist der Schlüssel da. Ja, verschlüsselte Verbindung, aber ich habe eigentlich nichts machen müssen. Ja, so soll es eigentlich sein. Ja, zumindest mal für die meisten Menschen. Wenn man weiß, was passiert, ist natürlich immer gut. Wenn man das Verfahren mit Public und Secret Key verstanden hat, auch. Aber wenn man auf diesen Schlüssel draufklickt, bekommt man ja auch schon einige wichtige Informationen angezeigt. Wer hat dieses Zertifikat ausgestellt? Das war natürlich ich selber für meine Webseite, weil ich kein Geld bezahlen will. Und was für ein Fingerprint hat es? Also genau das Gleiche, was wir mit PGP eben auch gesehen haben. Ja, nur mussten wir halt nichts tun. Wir haben eine verschlüsselte Verbindung und es war von unserer Seite keinerlei Aktion erforderlich, damit es verschlüsselt ist. Und genau so könnte es auch mit E-Mail und dem Signieren von Dokumenten gehen. E-Mail ist deswegen für Lehrer wichtig, weil hin und wieder müssen wir mal Klausuren verschicken. Und wenn die Schüler, was sie durchaus können, das Netz abhorchen und das geht alles unverschlüsselt per E-Mail-Anhang übers Netz, wissen die Fragen schon eine Woche vorher. Das soll ja nicht sein. Also würde ich bei solchen Sachen wie Klausuren, Prüfungsergebnissen und so E-Mails grundsätzlich immer verschlüsseln. Und jetzt muss man das natürlich dem Sekretariat schmackhaft machen, dass die verschlüsselt die E-Mails entgegennehmen und dafür brauchen sie einen Key. Genau. Ja. Und da geht es schon los, ne? Ein Key, ich muss was installieren, oh Gott, ja, eigentlich muss man nichts installieren, weil in Outlook zum Beispiel ist es schon eingebaut. Nicht der Key, sondern das Verschlüsselungsverfahren SSL, genau das gleiche, was der Browser auch verwendet. In Thunderbird übrigens auch, also man braucht dafür keine proprietäre Software zu installieren. Thunderbird habe ich hier ja bei der Knoppix auch drauf, nur heißt es hier nicht Thunderbird, sondern Eistaube. Also statt Donnervogel, Eistaube, genauso wie mit dem Eiswiesel und dem Firefox. Ja, hier ist er. Das mache ich jetzt mal zu, das verwirrt nur. Gut, ja, also Thunderbird, ich werde das später irgendwann konfigurieren. Und wenn man dort in die Einstellungen geht, ja, viele machen das vielleicht das erste Mal, obwohl beim Einrichten des Mail-Accounts muss man es ja auch schon machen. Dann findet man hier, und zwar nicht unter Sicherheit, das ist schon der erste Haken, ne? Nicht unter Sicherheit, sondern unter Erweitert. Die Windows-Benutzer wissen sowieso, alles, was wichtig ist, steht unter Erweitert. Dort ist diese Sache mit den Zertifikaten. Ja, da klicke ich drauf und an der Stelle kann ich jetzt unter Ihre Zertifikate so ein Schlüsselpaar importieren. Das ist das Gleiche, wie wenn man mit PGP dieses, wie heißt das, GenKey, ne? Tippt. Ja, jetzt ist die Frage, wo kommt der Schlüssel her? Und weil das damals so einfach sein sollte, hieß es, man beauftragt eine dritte Person, nämlich eine Zertifizierungsstelle, einen privaten und öffentlichen Schlüssel zu signieren. Das muss man nicht, das kostet 10 Euro, aber es muss nicht sein, sondern das kann man auch selber machen. Ja, dafür gibt es verschiedene grafische Clients. Da ich, genau wie Sven, eigentlich eher so auf die Kommandozeile stehe, habe ich mir dieses Kommando einmal aufgeschrieben, das ist dieses hier. Und damit kann ich den Schlüssel erzeugen, um zu mailen zum Beispiel. Größer, ah, okay, ja. Ctrl Plus kann das LX-Terminal zwar nicht, aber mit ein paar, ja, ich weiß, GNOME-Terminal. Ja, genau. Mit zwei Klicks kriegen wir das auch hin, ja. Und ich cutte und paste das natürlich auch später in unser Titan-Pad, ja. Wenn man es öfter macht, dann kennt man es inzwischen auswendig. Man darf bei OpenSSL auch eine Gültigkeitsdauer für die Signatur angeben, wie bei PGP auch. Das habe ich jetzt auf 10 Jahre gesetzt, also 3650 ist 365 mal 10. Das Zertifikat, also der öffentliche Schlüssel heißt Zertifikat.pem und der private Schlüssel, den man ja nie aus der Hand geben darf,
der heißt Schlüssel.pem. Ja, Sven? Der Christoph hat eine Frage. Ah. Ich habe einen Eingriff. Ja. Ist mein Zertifikat für Überwachungen kostenlos steht im Staat? Stimmt, das gibt es auch. Ja, ja, ja. Genau. Wichtig ist halt, dass man den Schlüssel unter Kontrolle hat. Dazu aber gleich mehr. Ich mache das jetzt mal eben. Man kann in diesem Zertifikat ein paar Informationen einbauen. Das dient nur der Übersicht. Kaiserslautern, nehmen wir mal. Organisation, Knopper.net. Organizational Unit, Web, Security. Das sind alles Dinge, die tauchen in dem Zertifikat auf, wenn man drauf guckt, wer ist es. So, und jetzt kommt der einzige wichtige Punkt, nämlich, wer wird hier versorgt mit einem Schlüssel, und das muss die eigene E-Mail-Adresse sein. Egal, was da sonst noch steht, Fully Qualt, Domain Name oder Your Name, Klaus Knopper oder so, da soll die E-Mail-Adresse rein, knopper@knopper.net. Ja, hier auch, gut, es war mein Fehler, ja, also an der Stelle, macht nichts, jetzt habe ich zweimal drin, E-Mail-Adresse ist wichtig, gut. Und damit habe ich jetzt zwei Dateien angelegt, einmal der private Schlüssel, einmal das Zertifikat, und wenn man die sich anguckt, sehen die aus wie bei PGP, nur steht nicht PGP oben drüber, sondern SSL. So, wie kriegt man das in den Browser rein? Dafür gibt es eine einfache Methode, ich erzeuge ein Standard-Austauschformat namens... Ja. Ah ja, ich habe ja versprochen, in 10 Minuten ist es vorbei. Ja, und das kommt dann eh alles in das Titanpad, keine Sorge. Gut. Aus diesem Zertifikat und dem dazugehörenden privaten Schlüssel backe ich jetzt eine einzige Datei. Also aus Zertifikat.pem und Schlüssel.pem kommt ein beides.p12. Ja, P12 ist das Austauschformat, das kann auch Outlook. Dafür sollte man einen Schlüssel angeben, falls man vorhat, das per E-Mail zu verschicken. Mache ich zwar nicht, aber das Programm besteht drauf. Ja, zweimal Test, wie auch immer, brauche ich eh nur lokal. Was hast du verschickt? Beides, den Private Key und das Zertifikat? Ja, der Private Key soll ja geschützt werden. Dieses P12 enthält den Private Key und das Zertifikat. Beides muss ich in den Mail-Server einbauen, in den Mail-Client einbauen. Ja, das heißt, oder in Firefox oder in OpenOffice. Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel für Sie, die Sekretärin, die es nicht auf die Reihe kriegt, ja, ein privates und geheimes Schlüsselpaar erzeuge, was natürlich von der Security her Quatsch ist, weil man das selber machen soll, aber ich sage jetzt mal einfach, wenn die sagt, oh, das ist mir zu kompliziert, kriege ich im Leben nicht hin, dann schicke ich ihr eine E-Mail mit dem Ding als Attachment, und wenn sie draufklickt, ist es eingerichtet. Sie muss das Passwort eingeben, das dann in der Mail drin steht, ja. Das vernünftigerweise. Ja, also es geht mir hier nur um die Funktionalität, ja. In der letzten Passwort per SMS schicken. Zum Beispiel ginge das auch, ja. Gut, also in dem beides.p12 ist jetzt beides drin. Das kann ich als E-Mail-Attachment verschicken, und wenn sie da draufklickt, dann wird der Schlüssel eingebaut. Ja, ich klicke jetzt nicht drauf, sondern ich mache das hier unter Zertifikate in dem Mail-Client. Da habe ich schon den Zertifikat-Manager geöffnet. Günstig ist es, das ebenfalls als Zertifizierungsstelle vorher einzutragen. Dann werden auch andere Sachen akzeptiert, die dort, brauchen wir jetzt nicht. Ich klicke auf Importieren, PKCS12 Dateien, Knopfix Desktop, da ist es, beides.p12. Einmal öffnen, Test. So, und ist drin. Ja, und ab diesem Moment kann ich, wenn ich jemand eine E-Mail verschicke, diese E-Mail signieren, mit einem Klick, ja, brauche also keine Kommandozeile auswendig zu wissen. Und das Schöne ist, und das macht PGP nämlich leider nicht, wenn ich eine signierte E-Mail an jemand verschicke, hat er damit automatisch meinen Public Key und kann mir sofort eine verschlüsselte Mail zurückschicken. Ja, das finde ich sehr elegant, weil dazu brauche ich keinen zentralen Server für den Key Exchange. Natürlich sollte der es dann zurückschickt, mir auch vertrauen. Das heißt, es wäre gut, wenn er mich nach dem Fingerprint fragen würde. Aber da muss ich erst erklären, was ein Fingerprint ist und so. Dann eine halbe Stunde Vortrag, ja, ist schon klar, das so einfach wie möglich. So, jetzt haben wir das also für E-Mail schon fertig eingerichtet und können verschlüsselt mailen. Das Gleiche jetzt zum Signieren von Dokumenten mit OpenOffice. Praktischerweise verwendet OpenOffice die gleiche API wie Firefox und Thunderbird. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Dokument, ja, entweder eins schreiben oder
wichtig.odt, Vertrag oder irgendwas, was digital signiert werden soll. Dort gibt es dann unter digitale Signaturen die Möglichkeit zu sagen, ich möchte dieses Dokument signieren, halt das Zertifikat brauche ich noch, Zertifikat anzeigen, sollte eigentlich aus dem Firefox oder Thunderbird importiert werden, falls nicht, steht es unter Option Security angegeben, Sicherheit, Zertifikat, ja, müsste eigentlich unter Mozilla Thunderbird sein, ich probiere mal unter Firefox zu finden, okay. Oh, ich muss Firefox, ich muss neu starten, das ist aber blöd. Digitale Signaturen. Nee, na, da muss ich tatsächlich den neu starten. Na, wie auch immer. Es erscheint dann in dieser Liste mein Zertifikat und praktischerweise auch der Private Key, mit dem ich signieren kann. Und dann klicke ich einfach auf Signieren als Klaus Knopper und damit ist das Dokument in seinem aktuellen Zustand mit seiner Prüfsumme signiert. Falls es jemand verändert, dann wird das angezeigt beim Öffnen, dass hier eine Signatur drunter steht, die nicht zu dem Dokument passt. Und dann weiß man, oh, der Student hat die Notenliste manipuliert oder so, ne? Weil die Unterschrift vom Prof unter der Notenliste fehlt. Gut, das ist also das SSL-Verfahren. Vom Prinzip her genau wie PGP, nur durch die Möglichkeit, dass das bereits in allen Programmen eingebaut ist, ist es halt viel einfacher zu verwenden. Und wenn man halt über die sicherheitstechnischen Dinge etwas hinweg sieht, dass man die privaten Schlüssel halt schon selbst generieren soll, dann kann das auch der Techniker für alle machen. Ja, der macht einfach eine Liste von Personen mit E-Mail-Adressen, lässt dieses OpenSSL-Kommando einmal drüber laufen und hat dann für alle eine P12-Datei, die die nur noch anklicken müssen und dann ist es drin. Ja. Also das wäre quasi mal Low Security, aber better than nothing. Okay, das wollte ich noch kurz zeigen als Alternative und die etwas längere Version, die kommt dann ins Titanpad. Ja. Beim Erzeugen dieses Schlüsselpaares, da ist dieser Request-Parameter entstanden. Genau. Der ist mir irgendwie nicht ganz so. Genau, normalerweise läuft das Verfahren so: Ich erzeuge einen Certificate Request, der besteht aus. Und den schicke ich zu einer CA, ganz genau. Das heißt, wenn ich das hier weglasse, minus X509, dann erzeugt er nur den Request, da steht dann noch oben drüber, Begin Certificate Request. Und das schicke ich dann über ein Web-Frontend an eine Organisation, die fragen mich dann nach meinem Ausweis, wo ich herkomme und so weiter, verifizieren, dass diese E-Mail-Adresse tatsächlich zu mir gehört und erzeugen dann eine Signatur mit genau diesem Kommando hier, nur steht dann davor OpenSSL-CA und deren privater Schlüssel wird für die digitale Signatur verwendet. Ja. Hier mache ich das selber. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Der Private Key verlässt den eigenen Rechner niemals. Der Certificate Request besteht aus einer Datei mit dem Public Key und der geheimen, die behalte ich, die schicke ich auch nicht weiter. Ja, normalerweise sollte, falls beides in einer Datei drinsteht, sollten die zurückschreiben, vorbei, bitte nochmal neu. Und wenn ich jetzt das so lokal mache, wer signiert jetzt eigentlich das? Ich signiere mich selber. Ja, wie beim PGP, ich signiere mich erstmal selber. Das ist ein Request an mich selber. Das ist ein Request an mich selber und X509 sagt, es erzeugt nach dem X509 SSL-Standard eine Signatur. Das heißt, ich signiere meinen eigenen Key mit meinem Private Key und habe dann ein Zertifikat, was bereits von mir selber digital signiert ist. Wenn man dem trauen möchte, muss man also mir trauen. Das heißt, man muss einfach nur das Zertifikat, was man gerade akzeptiert, mit dem Fingerprint auch als Signierer akzeptieren und in diesem Moment ist es von erster Hand verifiziert. Man kann es natürlich von jemand anders auch noch signieren lassen oder von Thorti oder von anderen Organisationen, die das machen. Und dann wird es auch sofort vom Browser akzeptiert, ohne dass man einmal auf OK klicken muss, dass man dem Herausgeber traut. Wie würde das jetzt funktionieren, wenn jetzt zum Beispiel sagt, der Schüler A ist die CA und der Schüler B möchte beim Schüler A sozusagen das signieren lassen? Was müsste denn da jetzt? Ja, die CA sollte eine vertrauenswürdige Person sein, also der Lehrer oder so. Nur Schüler. Klar, dann würden die OpenSSL CA-X509-IN, dann kommt der Public Key, also der Certificate Request, minus out Public 2.pem und dann signiert die CA mit ihrem Private Key. Der Private Key ist natürlich nicht drin, aber die Signatur, die den Private Key signiert, ist mit drin in dem Ausgabezertifikat und dann ist dieses Zertifikat quasi fremdsigniert. Dann stehen also zwei Informationen drin, mein eigener Public Key, der Public Key der signierenden Organisation und die Prüfsumme für den Key. Ja, und damit ist es auch gültig, wenn der das Zertifikat bekommt, den Signer akzeptiert hat.
Ja, also der Signierer, der das Zertifikat signiert hat, muss auf jeden Fall, genau wie bei PGP, als vertrauenswürdig einmal angeklickt worden sein. Wie kommt das, was ich signieren möchte, zum Signierer? Das, was ich signiere, also der Key, diesen Request, den schicke ich über ein Webformular zum Beispiel oder als E-Mail-Attachment. Das ist ja einfach nur diese... Ja, auch hinkopieren einfach auf den anderen. Oder hinkopieren, ja, das ist einfach nur diese Datei. Ja. Ja? Wenn ich das X509 weglasse, dann ist es ein unsignierter Public Key. Wenn ich das hinschreibe, dann wird er mit dem eigenen Private Key signiert. Ja, also ein selbstsigniertes Zertifikat in diesem Falle. Diese Rückfrage, ob man dem Zertifikat vertraut oder nicht, das ist ja im Browser eingebaut unter Einstellungen, wem man alles traut. Habt ihr das euch schon mal angeguckt? Ja, auch hier wohl wieder unter Erweitert, Zertifikate. Zertifikate anzeigen. Das sind die Zertifizierungsstellen, denen unser Browser traut. Türk, Trust, Bilgi, Ilte, Sim, Van, Bilden, Karma, Firma, AC, wem noch, Edtrust. Also, ich kenne die alle nicht. Aber der Browser traut denen. Ne? Standardmäßig vorinstalliert, Firefox traut all diesen Organisationen. Wenn die einen Key signiert haben, dann wird der als gültige Verbindung angezeigt und es gibt keine Rückfrage. Wenn man sicherheitsbewusst ist, sage ich mal, wenn nicht paranoid, dann löscht man diese Zertifizierungsstellen alle raus. Das bedeutet, man kriegt zwar eine verschlüsselte Verbindung, muss die aber in jedem einzelnen Fall bestätigen mit Fingerprint. Na, dass man sehen kann, der Fingerprint, ich verifiziere, der Fingerprint gehört zu der Organisation und dann habe ich es von erster Hand bestätigt. Ja. Die Schwach- oder Starkstelle, sage ich mal, von SSL gegenüber PGP sind diese Organisationen, die das Vertrauen quasi für andere erledigt haben. Ich brauche also kein Web of Trust mehr, wo viele Leute meinen Key signieren, um zu zeigen, ja, ich kenne diese Person, die gehört zu dem Key, sondern hier vertraut man einer Organisation und gibt diese Verantwortung quasi an diese ab. Das ist das, was es besonders einfach zu bedienen macht. Das ist natürlich auch das, was es gegenüber den First-Hand-Signierern wie bei PGP auch etwas unsicherer macht. Solange diese Organisationen alle gut arbeiten und immer verifizieren, dass der jeweilige Key zum jeweiligen Benutzer gehört, ist das Verfahren auch sicher. Sobald einer dabei ist, der die Macht hat, ein Zertifikat zu erzeugen, was von Mail und Browser akzeptiert wird ohne Rückfrage, kann der natürlich manipulieren. Der könnte zum Beispiel ein Google-Zertifikat herausgeben, dass man denkt, man wäre auf der Suchseite von Google. In Wirklichkeit ist man ganz woanders, aber es wird ein gültiges Zertifikat angezeigt, weil der Browser vertraut dieser Organisation, die das herausgegeben hat. Interessant wird's, ja? Wenn du Seiten ansurfst und es wird gefragt nach dem Zertifikat und du versuchst dann sukzessive bei jedem einmal zu sagen, so, jetzt rufe ich dort an und hole mir den Fingerprint. Ja, man bei sollte die Techniker anrufen und nicht die, ja. Also bei der Bank zum Beispiel, habe ich das schon mal ich habe das schon mal bei meiner Bank gemacht. Ich habe das auch schon gemacht, ja. Und das war, also es ist ungefähr 5-6 Jahre her, die Sache war einfach die, wovon sprechen Sie? Ja, also es ist nicht einfach. Na, also nicht beim Kunden. Ich habe mir das auch bei der A-Trust erlaubt und ja, die A-Trust will mich leider nicht signieren, weil ich keinen ständigen Wohnsitz in Österreich habe. Das haben wir letztes Jahr schon mal probiert. Ist rausgeflogen, ne? Ach, ist rausgeflogen? Also, oh. Nicht rausgeflogen, sondern das Zertifikat ist abgelaufen. Ach so. Das ist ihr eigenes. Ist rausgeflogen? Ihr eigenes Zertifikat ist abgelaufen, also das von der Staatszertifizierung. Okay. Deswegen ist ja Sozialversicherung. Sozialversicherung, GVAD ist nicht mehr gegangen. Ganz viel ganz viele öffentliche Seiten. Ja, ich habe da... Alles nicht mehr vertrauenswürdig, weil das Zertifikat angedacht ist. Und das kann natürlich mit den eigenen Zertifikaten auch passieren. Ich habe jetzt eine Gültigkeitsdauer von 10 Jahren und in 10 Jahren ist bei der Schlüssellänge auch nichts zu knacken. Wenn ich jetzt in 10 Jahren weiter das benutzen will, muss ich es nochmal neu signieren. Das geht. Ja, da ich ja den privaten Schlüssel habe, kann ich das gleiche Zertifikat, den gleichen Public Key, wieder signieren für 10 Jahre. Ja, das ist dann ein anderes OpenSSL-Kommando. Die Mechanik des Zurückziehens ist allerdings überall noch quasi ungelöst. Wenn jetzt tatsächlich mal einer von diesen Zertifizierern Mist gebaut hat und hat falsche Zertifikate rausgestellt, dann müsste man den aus der Vertrauensliste entfernen. Und das muss halt jeder selbst machen, weil es kein System gibt, das allen Firefoxen weltweit sagt, der ist unsicher und dem dürft ihr jetzt nicht mehr vertrauen.
Zumindest in der Theorie passiert das über die Updates, aber die muss man ja nicht installieren. Also die habe ich auch standardmäßig abgeschaltet, weil dem Benutzer das nicht transparent ist, warum jetzt auf einmal 100 MB Updates übers Netz gehen, ohne dass er gefragt wird. Auch diese Badlist für Webseiten, die in dem Firefox drin ist, er hat eine Liste von Webseiten mit Trojanern drauf. Das sind 30 MB, die werden zweimal täglich geupdatet. Ja, und das ist halt bei Leuten mit langsamer Netzwerkverbindung nicht wirklich transparent, warum da so viel Daten übers Netz gehen, wenn man das erste Mal Firefox startet nach einiger Zeit. Und die Sachen schalte ich halt standardmäßig schon eher ab. Gut, ja, hier sieht man... Ja. Könnte man ja, wenn man Zugang zu einem fremden Rechner hat, eigentlich ein falsches Zertifikat installieren. Könnte man? Richtig, also ich könnte bei Knoppix hier die Zertifiziererliste da einen eintragen, der sehr großzügig Fremdzertifikate signiert. Und wer dann Knoppix benutzt mit dem Browser, mit den unsicheren Zertifizierungsstellen, ja. Das heißt, jeder, der Knoppix benutzt, der vertraut mir insofern auch, dass ich so einen Mist nicht baue. Und ich gebe mir auch Mühe, so Dinge schnell zu beheben, wenn es bekannt wird. Ja, stimmt. Wenn man draußen drauf ist, dann gehen wir hin, wenn der nicht geöffnet hat, dann bloß hat der genau, eigenes. Genau, ja, genau so funktionieren die Trojaner. Die installieren hier ein Zertifikat rein, wo dann steht, die Webseite 8854 irgendwas in China, die hat das Zertifikat für die Google-Suchmaschine. Und wenn ich dann irgendwie dahin redirected werde, steht da oben drin, google.de oder .at mit einem akzeptierten Zertifikat, weil eben die Zertifizierungsstelle hier drin steht. Oder Banken, ja. Ja, also hier gibt es diese Vertrauensoptionen. Knoppernet repräsentiert eine Zertifizierungsstelle und da kann ich jetzt sagen, ich vertraue dem so, dass der Software zertifiziert, E-Mails zertifiziert und auch Webseiten, dass die Adresse stimmt, zertifiziert. Ja, ja, wenn ich das dem ist ja wieder an sich ein Argument, warum es nicht so ganz günstig ist, wenn man PC-Arbeitsplätze hat, die anonym sind, wo man sich nicht anmelden muss. Vielleicht kann das jeder machen. Ah ja, deswegen muss halt, wenn man, denn wenn der nächste Benutzer kommt, muss das System wieder im Grundzustand sein, den einer installiert hat, dem man trauen kann. Ja, aber das ist ja normal auch nicht der Standard-User und der wird einfach ja. Das ist halt das Wechselspiel zwischen dem Anspruch, sicher zu sein und besonders einfach es zu haben. Ja, also bei Internet-Surfstations würde ich halt wieder alles in den Grundzustand versetzen und User-Accounts, jeder Benutzer muss sein Verzeichnis haben, ne? Und wenn er was kaputt macht, dann ist er selber schuld. Was wieder für die User-Accounts spricht, genau. Ja. Aber wie gesagt, ne, mein Problem war halt auch, wie bringe ich dem Sekretariat rein, dass ich keine unverschlüsselten Klausuren schicken will. Ja, da habe ich das halt auch so gemacht. Klickt mal auf diese P12-Datei, gibt das Passwort ein. Und es ist erledigt. Man braucht noch nicht mal zu wissen, was man da getan hat. Ja, sofort können verschlüsselte E-Mails von mir entgegengenommen werden, weil ich halt an den Public Key von dem Private Key, den ich gerade installiert habe, was Verschlüsseltes schicken kann. Und dieser Mail-Client kann es dann wieder auspacken. Und natürlich auch alle anderen, die die P12-Datei haben. Aber wie oft kommt es zu Komplikationen? Wie Komplikationen? Naja, wie oft muss die irgendwelchen Support in die Richtung machen, dass einer sagt, was ist denn das und wie? Eigentlich fast, es geht gegen null. Es ist jetzt aber halt so bei Windows, da wird irgendwie zwangsläufig alle anderthalb Jahre alles nochmal neu installiert. Dann ist das Zertifikat und der Public Key weg und dann können meine Attachments nicht mehr gelesen werden. Da muss ich halt nochmal diese P12-Datei schicken. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man es zentral verwaltet. Aber security-technisch, es darf halt niemand auf meinem Rechner diese Dinger klauen, sonst hat er von sämtlichen Mitarbeitern die... Nein, die ist verschlüsselt. Die Mail und das Attachment ist verschlüsselt auf dem Rechner. Das heißt, der Benutzer kann die selber auch nicht mehr lesen, sobald er seinen Private Key verloren hat. Gut, und jetzt kommt die nächste Frage. Was ist, wenn du in der Zwischenzeit ein weiteres Zertifikat hast und das nimmer mehr, weil es das verloren, weg, nie, was ich irgendwas? Also, dass ich den Private Key von dem Mitarbeiter verloren habe, dessen Private Key ich eigentlich gar nicht haben sollte. Wenn ich das verliere und er verliert seinen auch, dann sind die Daten sehr sicher für alle Ewigkeit. Ja, ja, aber es, wie gesagt, es handelt sich halt um so wichtige Sachen wie Notenlisten und Klausuren, wo ich nicht einsehe, warum ich die unverschlüsselt schicken soll, bloß weil es keine PKI gibt oder keinen Techniker, der sich damit auskennt.
Also Überlegungen in alle Richtungen gibt es da. Und wenn man das halt privat macht und sagt, hier, ich möchte eine Peer-to-Peer verschlüsselte Verbindung, kann ich mit dem P12-Zertifikat machen. Und wenn es sicher sein soll, dann gehe ich halt mit dem USB-Stick an den Rechner und installiere es da. Das wäre die Variante, wo man die Leute halt wirklich überzeugen kann, weil sie nichts tun müssen. Ja? Sie tun nichts, trotzdem können sie jetzt auf einmal verschlüsselt mailen. Ja, Sven ist sehr skeptisch, ja, ich weiß. Aber ich benutze, wie gesagt, ich benutze für die anderen Sachen auch PGP, aber das... eine Sache habe ich noch vergessen, Matt, und das bitte gefallen. Matt und OpenSSL. Es geht natürlich auch mit Matt. Die Einstellungen habe ich hier unten, die werde ich dann auch ins Titanpad reinpassen. Alles mit kommentiert und so. Matt muss einfach für S-MIME-Attachments OpenSSL-Kommandos aufrufen. Ne, die sind alle schon fertig hier. Die werden mit Cut und Paste in die .mat.rc übernommen. Und dann geht das. Dann drücke ich statt auf P wie PGP auf S wie S-MIME. Und dann kann ich ein Attachment verschlüsseln, kann signieren. Und auch hier macht es Matt wieder so, wenn ich eine E-Mail signiere, dann wird mein Public Key automatisch mitgeschickt. Und ab diesem Zeitpunkt kann der Empfänger mir verschlüsselte E-Mails schicken. Ja. Also von der Technik her sehr einfach. Ja, vielleicht muss man mehr Vertrauen in die Infrastruktur und in den Gesprächspartner investieren und auch mal nachfragen, ob man da wirklich den richtigen Key bekommen hat. Aber grundsätzlich ist es vom Verfahren her genauso sicher wie PGP. Wird es in Zukunft helfen, wenn man dir eine verschlüsselte E-Mail schickt, dass du Nein. Dann kriege ich statt 600 unverschlüsselte, 600 verschlüsselte pro Tag und dann muss ich auch noch ein schlechtes Gewissen haben, weil ich zugesagt habe, sofort darauf zu arbeiten. Nee. Also die Methode, die hilft, wenn es wirklich dringend ist, einfach im Abstand von einem Tag nochmal die gleiche Mail schicken. Ja, und irgendwann ist sie dann ganz oben in dem Stapel. Ich mache das ja in umgekehrter Reihenfolge immer. Die neuesten Mails zuerst, aber wenn ich halt einen Kurs hatte, habe ich 5 Tage lang keine Mail gelesen, ist unmöglich, die dann alle zu beantworten und dann weiß ich aber, bei wem es eilt, der wird sich wieder melden. Ja. Okay, ich bin fertig, Sven.